Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Breath of Fire 2. So. Wir laufen zusammen raus, weil ich kann und ich faul bin. Und ich gerade erst aufgestanden bin und direkt mich hier hinsetze, damit ihr heute, also dieser Part, den ich jetzt gerade aufnehme, ist genau für heute. Und ja. Ich finde, da kann man auch mal sich hier hinsetzen und zusammen durch den Wald laufen. Das ist quasi normal irgendwie. War der Feuer schon so aktiv? Wahrscheinlich, ne? Ich erinnere mich nicht mehr dran, aber. Die Winde so blubber blubber und die Wehen so. Naja. Weniger blubber blubber, mehr wehen Sachen am machen. Schon schön hier. Ja, doch. Tja. Wisst ihr, das Traurige ist ja, ich kann mir kaum die Gegnernamen mehr, also die Bossnamen mehr. Ne? Immer wenn ich aufgenommen habe, dann muss ich in die ganzen Tags irgendeinen Mist reinschreiben. Ne? Und dann schreibe ich sowas rein wie Bosskampf. Goddammit. Diese Echsen. Schreibe ich rein Bosskampf. Weil, ne, klar, wir haben einen Bosskampf gehabt, ist richtig. Und dann sitze ich hier und bin am Überlegen. Und diese Überlegung ist dann immer: Wie hieß dieser Boss nochmal? Was habe ich da gerade umgeknüppelt? Ist schwierig. Ist da eigentlich. War noch jemand drin? Nein. Goldrüstung. Das hätte mir wahrscheinlich. Wow. Jean, du hast doch eh keinen Vigor, ne? Jetzt hast du erst recht keinen mehr. was soll ich sagen? Ich hab's wieder vergessen. Egal. Ja, egal. Ja, jedenfalls schwierige Sache. Was bist du? Okay. So wie ein seltener Metallschleim oder so? Keine Ahnung. Ja, könnte sein. Bei 6000 Erfahrungspunkte, doch ja. Cool. Ich war überlegen, was das heißen könnte. Das Problem ist halt, das erste Wort, was mir einfallen würde, wäre das englische Wort für, naja, Sperma, ne? So, upsie, dupsie. Das andere, keine Ahnung, Code Slime? Kratzerschleim, Croissant-Schleim. Gibt so viele Varianten, die mir noch einfallen würden. Aber er sah halt aus wie Ersteres, was das alles halt nicht besser macht. Anyway. Aber 6000 Erfahrungspunkte. Nice. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie. Naja, wenig kann ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber die Kattel-Zips. Die geben jetzt auch nicht so viele Erfahrungspunkte, dass ich jetzt vor Entzückung im Dreieck springe, um das mal so zu sagen. Wow, John, du Flitzpiepe. Na, 758. Ich meine, das Problem ist natürlich, bis mal so einer auftaucht, wenn man überlegt, wie viele Kämpfe ich auf dem Reinweg schon hatte, wie viele jetzt wieder auf dem Rückweg. Und am Ende des Tages hat dann so oder so trotzdem nichts gebracht. Was macht Flame? Dreieckige Flammenpyramide auf alle. Nochmal. Ich meine, wir wissen jetzt, dass Blitzen sehr gut funktioniert. Insofern ist es eigentlich wieder, warum etwas anderes benutzen, aber wir haben ihn gerade gelernt. Gucken wir mal. Doch so viel mit deiner Spezialtechnik. Ich bin. Naja.
Also eigentlich habe ich das kommen sehen. Aber ich bin trotzdem enttäuscht. Einfach weil ich kann. Einfach weil es Genre ist. Einzige Nutzen bisher großer Frosch und das Warpen nehme ich an. So, jetzt wo die Statue weg ist, funktioniert das, was wir hier gerade gemacht haben, tatsächlich. Technisch gesehen heißt das allerdings auch, dass ich gerade dieser Familie den Lebensraum wegbreche. Es bricht, Hilfe! Also damit meine ich jetzt nicht, dass ich deren Haus kaputt mache, aber die tolle Walhöhle, die sie angucken wollen, die hat sich jetzt erledigt. Ups. War das ein Fisch? Das war eine Katze. Achso, dann sind das Luftblasen. Ja, ich kann Dinge erkennen. Wipp. Schmerz, Pein, alles gebrochen. Oh, Junge, habe ich gut geschlafen. Wart ihr diejenigen, die mich geweckt haben? Vielen Dank. Aha, da sind die kleinen Delfinchen, ne? Kann das sein? Ja. Ich werde euch den Ozean zeigen als ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Springt auf meinen Rücken. Dann solltet ihr ihm Tunland zeigen. Ja, Tunland ist der Ort, an den du sie bringen solltest. Ein Karneval ist da gerade. Oder ein Zirkus, wie auch immer. Das stimmt. Wir wissen das. Ich gehe wohin auch immer. Der Ozean ist meine Heimat. Geht und leiht euch die Wahlglocke von dem alten Mann, der an dem Strand in der Nähe hier wohnt. Läutet einfach diese Glocke und ich bin sofort da. Ich sehe euch dann später. See you later, Alligator. After Wild Crocodile. Er lebt in einer Höhle, echt jetzt? Naja, gut, warum auch nicht. Immerhin, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, den ich ja schon mal angesprochen habe, das Spiel teleportiert uns, wenn das Spiel Bock drauf hat, ne? Wow, Großvater ist aufgewacht. Großartig, großartig. Jetzt können wir wieder mit Großvater spielen. Das kommt so doof, wenn das ein alter Mann sagt. Was? Wahlglocke. Ich hab sie hier. Wenn ihr die an einem Strand läutet, wird Großvater euch abholen kommen. Yay. Mit anderen Worten, wir können jetzt einfach an einen Strand gehen. Großvater kommt, wir springen auf seinen Rücken, nicht in seinen Mund. Wobei, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich fast dasselbe. Ne, ob Mund oder was auch immer, wer weiß. So, jetzt können wir, naja, ich würde jetzt gerne sagen, eine Menge machen, aber das ist nicht ganz korrekt. Aber das eine, was wir machen können und ich jetzt gerade mache, ist kartografieren. Wenn ich mal meinen Charakter aus Tiny Tina's Wonderland, beziehungsweise so gesehen also aus Borderlands zitieren darf, kartografieren, meine erste Liebe. Tja. Was genau bist du? Und will ich das wirklich wissen? Also mehr als dass ich sterben könnte, wird eh nirgendwo passieren, deswegen ist das nicht weiter wichtig. Nicht das, was ich jetzt gerade angucken will, aber ich erinnere mich dunkel. Also sehr dunkel. Das ist ungefähr so, müsst ihr euch vorstellen, wie eine Glühbirne, die schon mehrfach kaputt gegangen ist. Ungefähr so gut erinnere ich mich gerade daran, was das da sein soll. Wir können allerdings einmal kurz hier vorbeigucken. Wir sind übrigens, wenn ich so nach Geiz gehe, ich erinnere mich nicht mehr, ob das ganz genau richtig ist, aber nach Geiz sind wir ungefähr zur Hälfte durch das Spiel jetzt mittlerweile. Was irgendwie schon fast wieder erschreckend ist. Noch mehr Häuser habe ich immer noch nicht. Der verdammte Bauheini, der bauen sollte, damit ich Zeugs habe. Damit, Bauheini.
Ist der Typ schon wieder da? Ja. Oder warst du nie weg? Tja. Vielleicht war er auch nie weg. Naja, eigentlich wollte ich nur gucken, ob Beretta jetzt mal irgendwann ihren Hintern hochgekriegt hat und bessere Ausrüstung angeschafft hat. Was so klingt, als würde ich wollen, dass sie anschaffen geht, aber nein, das meine ich damit nicht. Nein, hat sie immer noch nicht. Aber Kommi, du hast mir gesagt, dass das irgendwann richtig toll raus... Ja, ich weiß. Das kommt noch. Ganz bestimmt. Glaub da dran. Wie gesagt, alles nach Events. Es ist ein dämliches Punktesystem. Nach Events kommt es so, dass sie halt in die Stadt in Anführungszeichen Punkte setzen und diese Punkte ergeben dann irgendwann mal das, was ich haben will, nämlich genügend Punkte, damit das da mal weitergeht. So, jetzt bin ich scheinbar draußen, kann das sein? Kann es denn möglich sein, bin ich mal draußen? Kann ich hier durch die Gegend fahren? Ja, das kann ich. Oh ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir schon mal den geheimen Charakter des Spiels freischalten. Bleu ist rausgegangen. Bleu ist ausgegangen, ja, cool. Also es ist jetzt nicht... Es ist kalt. Es ist jetzt nicht sonderlich schwierig, sich zu überlegen, wer der geheime Charakter sein könnte, wenn direkt der Name vor den Latz geknallt wird, ne? Bleu ist so unverantwortlich. Unverantwortliche Bleu. Condition A. Und ein Tolan. Diese Tolans sind, glaube ich, für uns in diesem Durchgang komplett nutzlos, weil wir sie nur im Casino verwenden könnten. Und besagtes Casino hätten wir nur, wenn wir die Baumhaus-Variante der Häuser genommen hätten, was ich nicht habe. Ergo, es ist komplett irrelevant. Na, das ist schon mal gut. Jetzt kann ich eigentlich wieder runter. Das heißt, ich kann tatsächlich mal die Itembank verwenden, weil bringt mir ja eh nichts. Total cool, aber ist halt so. Mal gucken. Ja, das hier wäre eine spätere gute Level beziehungsweise Ausrüstungskaufinsel. Ich meine, das ist die. Da gibt es bestimmte Gegner, die unter anderem den besten Schild im Spiel rein theoretisch besitzen. Das sieht auch sehr wichtig aus. Problem allerdings bei der ganzen Sache ist halt, dass, naja, ich muss halt da dran kommen, ne? Und das tue ich gerade nicht. Aber in der Theorie schön, dass es existiert sozusagen. Also wenn ich eine Postkarte schreiben würde, schön, dass es dich gibt, aber ich komme nicht an dich ran. Das wäre so ungefähr das, was ich drauf schreiben würde. Ja, kartografieren ist jetzt nicht... Also, ungeachtet der Tatsache, was mein Charakter da gesagt hat damals, sagt er, weil er das Spiel vor 2 Tagen fertig gemacht hat, es ist halt nicht sonderlich interessant, ne? Es ist halt... Fahr die Orte ab mit einem Wal und sei glücklich. Eigentlich gibt es aber noch eine ganz andere Insel, ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wo sie ist, wo wir jetzt mit unserem Großväterchen hin können, die dann tatsächlich... Jetzt müsste ich eigentlich einmal fertig sein, es sei denn, ich fahre wieder ins Innere, ne? Die wir aufsuchen können tatsächlich, wo wir gut leveln können.
Auch wenn es da nicht unbedingt so coole Gegner gibt, die mir super gute Schilde oder so droppen. Aber leveln können als solches ist eigentlich auch nie verkehrt. Da muss ich mal herausfinden, wo tatsächlich Tundland ist am Ende des Tages, aber... Ist halt so gleichzeitig, wen juckt's? Tunlan, Schmunlan. Ist natürlich so ein Video, was keinen Sau angucken muss, weil es ist wie so ein... Kennt ihr Travel-Blogger? Guckt ihr Travel-Blogger? Ich halte das ja für völligen Unsinn, aber... Also... Den Teil mit... Ah, guckt mich an, ich bin am Reisen und ihr nicht und ah, Trashik und bla 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 bla. Oder ist es das, was ich gemeint habe? Nein, das ist Tunland, guck an. Könnte man glatt meinen, dass das hier dieselbe Welt ist wie Breath of Fire 1, weil Tunland war damals auch auf einer Insel, wenn ich mich nicht komplett gerade verrenne. Abgefahren. Ich eigentlich gleich einmal zumindest kurz da anlegen und die Story voranbringen. Plus wir können Bleu rekrutieren gehen und das Spiel kaputt machen. Ist auch immer eine gute Sache. Was machst du da? Das Spiel kaputt, indem ich es übers Bein breche und in zwei Teile zerlege. Zumindest ist es eine klare Verbesserung unserer Kampfkraft, wenn ich das machen werde. Und warum nicht, ne? So. Das ist fertig, das ist fertig. Da unten ist noch eine Insel. Mit irgendwas drauf. Ein Häuschen und ein bisschen Berge und... Ja, ist schön hier. 90% der Sachen erinnere ich mich nicht mal mehr, wofür es ist. Warum das in der Spielwelt existiert. Ne? Das ist das Problem. Warum müssen da unbedingt diese Viecher wieder dabei sein? Sehr gut. Auch sehr gut ausgewichen. Bin ich sehr froh drum. Das läuft richtig gut. Tja. Deiner Funk. Ah. Der sogar Magie kann. Das hätte ich... Also... Man soll ja nie nach dem Aussehen gehen, ne? Aber ich hätte es ihm irgendwie nicht zugetraut, dass er Magie einsetzen kann. Okay, sehr gut. Geld brauchen wir, denn ich muss meinen Eintritt in in den Karneval ja tatsächlich bezahlen. Willkommen, willkommen, der Grasmann ist nicht mehr populär. Er wird gefressen werden von einem Dämon. Wollt ihr nicht zusehen, wie der Grasmann von einem Dämon gefressen wird? Bitte? Okay, Squatter bitte. Oh, die haben einen das ist der Dämon? Ich verstehe ja, dass Dämonen hier rumlaufen wie dieser im Land, aber das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich einen sehe. Gruselig mir vorzustellen, dass man von einem Tier wie diesem gefressen wird. Füttert nicht den Dämon. Sie wollen ihn wirklich, wirklich hungrig werden lassen und dann an den Grasmann verfüttern. Beziehungsweise andersrum, den Grasmann an ihn verfüttern. Tja. Aus irgendeinem Grund... Ah. Also ich kann sie verstehen, aber sie verstehen mich nicht. Interessant. Oh mein Gott, die haben noch mehr Dämonen hier. Ist das ein Koala? Interessant, dass sie alles weggeschafft haben. Dieses Kamel, die Schildkröte etc. Wir bekommen keine Kunden mehr, indem wir nur den Grasmann zeigen. Es wäre wahrscheinlich anders, wenn er gefressen werden wird. Hey, Gras! Alle warten darauf, dass du gefressen wirst. Kopf zuerst!
Du scheinst dich selbst, scheinst sehr viel Spaß daran zu haben. du kannst sprechen. Dann stell sicher, dass du schreist und rufst für die Leute. Also wie wär's? Ist das nicht super witzig, ja. Eine Monster-Vegetarier-Schau. Das Blut, das du ausblutest, wird das Salatdressing sein. Da freue ich mich drauf. Ihr nicht? Nein. Worüber wollt ihr dann mit mir reden? Ich höre euch zu, wenn es darum geht, Geld zu machen. Was? Ihr wollt die Show stoppen? Ja. Idiot, warum sollte ich aufhören? Wenn ihr mir ein anderes Tier bringen könnt, um den Platz des Grasmanns einzunehmen, dann würde ich es mir vielleicht überlegen. Als Beispiel ein Upa Rupa. Oder ihr könnt 900.000 Münzen bezahlen. Wenn ihr nicht wollt, dass ich ihn töte, bringt mir 900.000 Münzen oder den Upa Rupa. Wenn ihr euch nicht beeilt, dann werde ich in die Salatschleuderschau beginnen. Ja. Fun Fact von dem, was ich gelesen habe. Ihr könnt tatsächlich die 900.000 Münzen abgeben. Das funktioniert tatsächlich. Aber ja, nee. Machen wir mal jetzt einfach nicht. Ja, ist ja schön und gut, dass ich freiwillig sage, ich gehe grinden. Aber 900.000 Münzen ausspucken, habe ich jetzt nicht so richtig Lust drauf. War ich hier schon mal? Ist das jetzt auch auf der Karte? Ich hoffe mal. Ja. Damit haben wir quasi alles. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber naja. Holen wir jetzt den Charakter. Und dann müsste ich nochmal gucken, wo die Levelstelle war. Aber das kriegen wir hin. Für den geheimen Charakter gehen wir jetzt jedenfalls wieder hier rein. Und dann gehen wir in die wunderbare Magieschule. Was so und du? Anderer Raum. Ich finde das noch raus, aber irgendwo hier müsste... Es sei denn, ich darf das noch nicht. Ich glaube schon. Du? Nein. Du? Es nervt mich, dass mir jemand anderes was beibringen will. Ich denke, es wäre besser, wenn ich zurückkomme, das wieder hinkriege, indem ich meinen eigenen Instinkt nutze. Braucht ihr Jungs jemanden? Jemanden, der wirklich gut ist? Ha? Mein Name ist Bleu. Bleu. Ich bin sicher, ihr habt meinen Namen schon mal gehört. Ich bin der legendäre Magier. Ich werde eine Weile abhängen. Ja, und Bleu tritt gewaltbereit der Gruppe bei, beziehungsweise die schleust sich halt rein. Und es war ebenso Level 35, also, ne? Ja. Na, bleiben wir bei normal dann. Ende. So ein, schon nice. Kann man nicht anders sagen, ne? Kann eine Menge Magie. Sie kann auch warpen, deswegen ist halt an dieser Stelle einfach mal direkt Jean wieder uninteressant. Ja, okay. Als Spezialfähigkeit kann sie jagen, also wieder mit ihrem Stock auf den Boden hauen, was halt im Prinzip überhaupt nichts bringt, aber sie kann. Ne? Ich gehe einfach hier pennen, ist auch egal. Ich meine, ich könnte auch in meine Wohnung reingehen. Ich glaube, das geht immer noch, aber... Pff. So.
Ja, ich werde also jetzt zur Insel gehen, die ich meinte, wo ich gut leveln kann. Und beim nächsten Mal suchen wir uns dann einen Upa-Hupa. Wir waren mal tatsächlich an der Hütte, wo es hieß, die verkaufen Upa-Hupas. Wir haben nur keinen gesehen. Aber jetzt mit Großväterchen alles kein Thema. Machen wir locker flockig. Bis zum nächsten Mal. So, ein kleiner Nachtrag. Für, was haben wir, Part 19 müsste es theoretisch sein. Zum einen... Hey, Original-Bow! Ich habe dieses Land geflügt, bis ich einen, und habe einen glitzernden oder, ja, shiny Stein gefunden. Wenn ihr den Stein in euren Händen haltet, könnt ihr die Knochen sehen. Ist das nicht merkwürdig? Von dem Stein oder von dir selbst? Und Karn, der irgendwie tatsächlich jetzt mittlerweile aussieht wie ein Zombie. Was? Du denkst, du kennst uns? Ihr müsst einen Fehler machen, ich kenne dich nicht. Das Interessante ist halt natürlich wieder, er reagiert auch nicht auf Blö. Obwohl Blö im ersten Teil halt komplett nicht optional war. Und bei Bo, hat er irgendwie einen Stein mit Strahlung gefunden? Ich weiß es nicht. Das hier ist bekannt als Monsterinsel. Ist der Ort, an dem ich jetzt ein bisschen trainieren wollte oder will. Aber das Problem ist folgendes. Die Gegner hier sind groß und super schmerzhaft. Super schmerzhaft. Ne, eine Fliege geht, 12.800 Erfahrungspunkte und haufenweise Kohle. Aber ich muss mich halt nach jedem Kampf heilen. Was dann halt wieder heißt, ich muss wieder raus. Also, was witzig ist, wenn man bedenkt, dass raus dann bedeutet, dass ich von hier in irgendeine andere Stadt fahren muss, um dann da ins Inn zu gehen, um dann wieder hier hinzukommen. Ne, der Kerl hier, der hat zum Beispiel wieder mehr AP. Wenn ich zum Beispiel Drachen der Wache spiele, dann überlebt er das auch noch. Das ist furchtbar. Tod funktioniert, ich sag mal, relativ oft, aber halt nicht oft genug, dass ich das gut finde. Geht das auf alle oder nur auf Ryu jetzt gerade? Huh. Cure 4 kann das Viech auch noch, weil warum auch nicht? Ne? De facto sortiere ich mir jetzt also quasi die Kämpfe, die ich haben will. Und die ich nicht haben will, die lasse ich dann weg. Ich versuche es jetzt nochmal mit Tod und wenn er das nicht will, dann Pech, dann lade ich. Das ist der wunderschöne Vorteil von meinem Retron, dass ich mir zumindest aussuchen kann, gegen was ich kämpfen will und was nicht. Ja, dann halt nicht. Früher oder später werden wir halt stark genug sein, um gegen alles von diesen Kech hier zu kämpfen. Hier haben wir A-Sludge. Ich weiß nicht, ob der einfach anfälliger ist für Tod, aber da funktioniert es scheinbar besser. Ich werde natürlich später auch noch Rand hier hinholen und Stan und unseren Bow. Ja, aber erstmal gucken, dass die Truppe, die hier tatsächlich sich in den Weg stellt, auch überlebt. Ich glaube, Fliege haben wir gesehen, den Sludge sehen wir gerade. Trotz Verteidigung 120 Schaden durch den Sludge, ne, ist auch schon krass. Und da sieht man so 110 Schaden. Der hat halt, das sieht man immer schön mit Tod, ne, der hat halt 900 HP. Wenn ich mit Ryu Glück habe und sein... Also was heißt Glück habe? Einfach wenn ich seinen Drachen einsetzen kann, dann mache ich... grob 512 HP immer. Könnte natürlich jetzt mehr sein durch das Level-Up, aber ne, 512. Und ja, ist schmerzhaft. Das ist der eine Kampf, den ich nicht haben will, weil der scheinbar nicht anfällig ist für den Kack. Wo ich gleich, sollte der nochmal kommen, zeige ich das kurz. Es gibt aber noch eine vierte Begegnung eigentlich. Aber die hat gerade keine Lust zu kommen.
Einfach mal alles raushauen, was ich gerade kann. Unabhängig davon, dass garantiert irgendwer dabei drauf geht. Nice. Hätte ich Explosion nehmen sollen. Ich hätte Explosion nehmen sollen. Ich weiß nicht, warum ich auf Freeze kam und das war weiter unten in der Liste. Deswegen dachte ich so, ja, Freeze, genau, das nehmen wir. Doofe Idee, aber ne, kann man ja mal machen. Jetzt mache ich weniger Schaden, weil ich aufgelevelt habe, deswegen weniger MP habe. Also 512 ist wohl das Maximum. Ah. Schmerz. Großer, nerviger Schmerz. Jetzt ist es wahrscheinlich egal, weil jetzt kommt wieder... Na, jetzt kommt Cure 4. Und der ganze Schaden, den ich gemacht habe, ist wieder weg. Deswegen kämpfe ich gegen das Viech nicht, weil das ist einfach nervig. Ja. Deswegen mag ich mein Retron gerade. Beziehungsweise... jeder Emulator ist besser, oder wenn ihr es nicht könnt, weglaufen. Aber, ne? Ich würde gerne die vierte Begegnung zeigen, weil das auch so abstrus ist, dass das wenigstens einmal gesehen sein muss. Aber die kommt gerade nicht. Es gibt hier King Slimes. Ganz kleine, süße Schleime, die uns dann halt auch eiskalt umbringen. Aber... wie man sieht, das Beste, was uns hier begegnen kann, ist halt nun mal die Fliege. Naja, was ich auch nicht gezeigt habe, wenn ich schon mal dabei bin, einmal nach Gunz. Da bin ich gerade einmal reingegangen. Und deswegen habe ich Blö dabei, ne? Weil Blö einfach super ist mit wir teleportieren uns weg. Hier gibt es direkt einen Waffenladen und der Ort dürfte euch bekannt vorkommen, weil wir hier die ganzen netten Kerle haben. So, die haben hier mitunter, ja, was heißt die beste, aber die haben richtig, richtig gute Rüstung. Und, da Rio zum Beispiel vorne steht, ist es ganz cool, dass ich jetzt so langsam hier dran arbeiten kann, dass alle meine Charaktere das bekommen, in der Theorie. Wobei ich da erstmal gucken muss, ob das dann nicht auch wieder zum Beispiel Cats Geschwindigkeit zu sehr drosselt und solche Geschichten. Aber wir haben einen Drachengott, wir haben da unten... Naja, eigentlich nur ein Itemladen, wir haben keinen Inn hier, ne? Ist ein bisschen doof, doch wir haben einen Inn. Ne? Einfach hierhin teleportieren, von hier wieder zur Monsterinsel und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt ein paar Mal und sehe ich dann wie gesagt beim nächsten Mal wieder. Also sprich, morgen. Aber je nachdem, wie ich drauf bin, mache ich das halt immer so über ein paar Tage verteilt. Einfach mal hin, ein bisschen leveln. Wir werden jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder großartig Probleme haben, was das Level angeht. Und das ist schon mal eine gute Sache. Und alle jetzt so, oh, kein Tode mehr, ist doch doof. Ja, was soll ich sagen? Ist halt so. Ist halt so. Bis zum nächsten Mal. Auch beim nächsten Mal wird Rio mit seiner Crew versuchen, die Dunkelheit aufzuhalten. Aber wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, abonniert meinen Kanal, um bloß kein Video zu verpassen. Und bitte kommentiert das Video. Bis zum nächsten Mal.